So, schauen wir mal, ob der spielen möchte. 1 Minute und 3 mal 20 Sekunden. Ja, komm, wir nehmen es Start to einfach mal an play. hier. Und hoffen auf eine schöne Partie. Euch erstmal hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Partie mit Jupp Zubats Achtern. Und weil ich irgendwie noch nichts habe, wo ich ein Video draus machen kann, und das Video eigentlich schon quasi sofort hochgeladen werden sollte, suche ich jetzt mal eine relativ schnelle Partie zu spielen und hoffe, dass ich da wenig editieren muss. So, jetzt wird er da spielen, ne? Was mache ich dann? Da spielt er sogar. Ja, das geht. Greifen wir einfach mal hier an. So, hier jetzt noch Sache. So kann ich spielen. Oder er setzt halt da einfach fort. Ja. Auch okay. Dann mache ich hier einen Doppelkakari. Und wir schauen mal, was hier draus wird. Diese Treppe sollte ja für mich laufen. Spielt er da oder liegt er hier oben? Licht da sogar oben an. Ja, was mache ich da drauf? Dann weiß ich doch schon wieder nicht. Wie war das so? Und ich decke dann, der spielt dann noch mal hier. Yoyomi now starts. Das ist natürlich für die zwei Steine, drei Steine da oben nicht wirklich gut. Aber hoffen wir mal. So, da ist doch jetzt bestimmt noch irgendwie wieder was möglich, ne? Gucken, wie er auf den antwortet. Nine, Wahrscheinlich eight, nicht so. seven, six, five, four, three, two. Aber ich kann ja auch erstmal hier eine Ausdehnung machen. So, dann haben wir hier einen Diagonalzug. Bleiben wir erstmal ruhig. Da. Er bleibt auch ruhig. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Und ich merke, dass ich nicht 20 Sekunden Yoyomi hätte spielen Yoyomi now sollen. starts. Ja. Einfach mal ruhig bleiben hier. Dann schauen wir. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Das sieht nicht nach ruhig bleiben aus. Ruhig bleiben wäre sowas gewesen, aber ich wollte ihm jetzt hier auch nicht ganz so einfach die Punkte da aufdrücken. So, Nine, so, eight, so. seven, six, five, four, three, two, one. Das traue ich mich dann wieder nicht. Dann müssen wir jetzt hier halt irgendwie raus. Er will jetzt nur diesen Schnitt gedeckt bekommen. Sei es drum. Könnte Nine, aber auch hier spielen. eight, Da, da, seven, da, da. six, five, four, three. Ja, ich muss das schon fangen. Bisschen überkonzentriert vielleicht, ne? Aber passt schon, passt schon. Das sieht auch ein bisschen nach Ajigeshi aus. Da hätte er doch bestimmt bessere Möglichkeiten gefunden, wenn er sich ein bisschen Mühe gegeben hätte. Muss jetzt einfach nur raus.
So. Kann er mich jetzt einschließen? Ich hoffe nicht. Wo will die Gruppe hin? Es steht noch ein bisschen in den Sternen. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay. Nine, eight. Der Nine, Zug hier könnte, eight, seven, sehr unangenehm six, werden. five, four. Noch komme ich hier hoffentlich damit raus, ne? Auf den spielen wir einfach da. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Was haben wir denn jetzt hier? Nicht viel, ne? Nicht viel erreicht. Wie groß wird das hier für ihn? Das muss doch als übertrieben gelten, oder? Und das siehst du doch auch so. Nine, eight, seven, six, five. Four, three, two, one. Ja. Nine, eight, seven, six, five. Vielleicht hätte ich da auch sofort spielen sollen. Weiß man nicht, ne? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Two Yoyomis left. 50 Punkte, 60, 70, 80, 90 Scheibenkleister. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Die Gruppe jetzt hinüber. Ich hasse das. Die Sachen so einfach funktionieren für meine Gegner. Nine, eight, seven, six, dann hasse ich das ein bisschen.
9, 8, 7, 6. Nein. Ja, haben wir eine schnelle Partie. Mein Gott, war das dämlich. Das hat aber hier auch alles ziemlich gut gespielt. Vielen Dank für die Partie. Ah, schönes Video, ne? Bitter, bitter, diese Vorführung. Einfach hier mit der Gruppe gestorben, die natürlich die ganze Zeit schwach war. Ich habe hier mich schon, glaube ich, ein bisschen so einfach abspeisen lassen. Ich hätte doch erstmal hier den solideren Zug machen sollen, ne? Erstmal hier. Und dann sowas, sowas, keine Ahnung. Da kriegt er halt kein Mojo im Zentrum. Die Gruppe ist auch noch nicht so wirklich gesettelt. Ja, dann wäre die Partie vielleicht noch offen gewesen. Aber hier auch schon mit der Richtungswahl, das hat mir auch schon nicht gefallen. Und wenn man da irgendwie erstmal in so einem Verlauf drin ist, der einem nicht gefällt, dann ist es auch schnell vorbei. Ja, apropos schnell vorbei, das war ja im Prinzip gewollt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, ist da aber, glaube ich, trotzdem der falsche Spruch für. Ich hoffe aber, euch hat hier dieses kurze Video gefallen. Ihr müsst euch immer denken, es war ja statt gar keines Videos. Ja, mal gucken, ob die KI mir jetzt noch ein bisschen was dazu sagt. Das kann ich dann hier noch hinten dran schnibbeln. Dann haben wir dann vielleicht auch wieder 20 Minuten. Ja. In diesem Sinne, vergesst nicht den Daumen hoch, gerne auch Abos, falls ihr noch nicht längst abonniert habt, aber das ist ja vielleicht die gute Nachricht. Am Wochenende haben wir die 700 Abonnenten überschritten, also feiern. Mal gucken, ob ich es demnächst auch wieder mit vernünftigem Go feiern kann. Jetzt aber wirklich, bis die Tage, macht's gut. Ciao. Ja, die Partie lief in der Tat ein bisschen an mir vorbei, aber ja, am Anfang war es noch gar nicht so schlimm. Klar, die Richtung gefällt der KI auch nicht so richtig. Zum Beispiel, statt jetzt hier in der Ecke zu decken, hätte die KI wahrscheinlich lieber oben am Rand eine Ausdehnung gespielt. Aber man sieht an den Punkten, dass ich da eigentlich noch nichts verloren habe. Hier steht Weiß sogar noch einigermaßen gut, wenn ich erstmal diesen Zug auf N16 gespielt hätte, den ich ja auch kurz überlegt habe, aber dann habe ich nicht wirklich gesehen, was er mir bringen soll. Ja, und dann kam dieser Kampf am unteren Rand, unten und rechts. Und ich hätte mal runterstrecken sollen auf O2 oder eben L4. Das will die KI die ganze Zeit mit einer etwas ja doch KI angehauchten Variante, wo ich irgendwie dann eben auch am rechten Rand nicht antworte, sondern links weiterspiele oder am unteren Rand eben. Und wenn ich da stark genug werde, dann kann ich den Stein am linken Rand angreifen. Das ist, glaube ich, der Plan dahinter gewesen. Ja, aber selbst jetzt war es ja alles noch in Schlagdistanz mit ja, zwei Punkten, die Schwarz vielleicht gerade mal führt, wenn ich jetzt nicht irgendwie mit an die Nachhand eingefangen hätte mit S6. Das war dann der Zug, der mich endgültig auf die Verliererstraße gebracht hat. Nachdem er das dann alles so schön ausgeforst hat oben und mir da einen Stein unten links verkauft hat und zu G7 gekommen ist, lag ich einfach schon über 15 Punkte hinten. Dann habe ich zwar irgendwas versucht, aber mit meiner schwachen Gruppe konnte das ja nicht klappen und hat ja auch nicht geklappt, wie wir gesehen haben. Jo, ich hoffe, die Kurzanalyse hat euch auch gefallen. Wie gesagt, heute musste es einfach mal schnell gehen.